Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Assassin's Creed. Die Zeit drängt, Mr. Miles. Ja, ich komme. Wir sind fast fertig, wissen Sie. Und dann was? Sie werden sehen. Vielleicht lässt man Sie zusehen, wenn es beginnt. Es ist nicht so schrecklich, wie Sie glauben. Naja, ich weiß, dass Sie mich nicht gehen lassen. Warum sagen Sie mir nicht, was hier vorgeht? Belustigen Sie mich. Belustigen Sie mich? Ich bin kein Idiot, Mr. Miles. Ich glaube, Sie wissen bereits eine ganze Menge. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Natürlich nicht. Okay, dann frage ich Sie etwas anderes. Ja? Ein paar Dinge, die ich im Animus gesehen habe, scheinen falsch zu sein. Unwahr, als ob die Geschichte falsch liegen würde. Irgendwie passt es nicht. Was passt nicht, Mr. Miles? Es passt nicht zu dem, was Sie im Online-Lexikon gelesen haben? Was Ihr Oberstufenlehrer Ihnen beigebracht hat? Lassen Sie mich eine Frage stellen. Ganz schön schnippisch, der Gute. Haben diese vermeintlichen Experten Zugang zu geheimem Wissen, das anderen verborgen bleibt? Es gibt Bücher, Briefe, Dokumente, alle möglichen Quellen aus der Zeit. Einige scheinen dem zu widersprechen, was der Animus mir zeigt. Jeder kann ein Buch schreiben. Und jeder kann es mit allem Möglichen füllen. Alles Mögliche. Früher glaubten wir, die Erde sei eine Scheibe. Manche glauben es immer noch. Ja, und sie veröffentlichen Bücher darüber. Oder darüber, dass die Mondlandung ein Betrug war. Ich glaube, es gibt auch ein Buch, das behauptet, die Erde wurde an 7 Tagen erschaffen. Auch ein Bestseller. Worauf wollen Sie hinaus, Doc? Ich glaube, der Punkt ist, dass Sie nicht alles glauben sollten, was Sie hören oder lesen. Wie sagte Ihr Vorfahr noch gleich? Nichts ist wahr. Und alles ist erlaubt. Ja, genau. Das ist mit ein Grund, warum der Animus so spektakulär ist. Er lässt keinen Raum für Fehlinterpretationen. Dafür ist immer Raum. Touché, Mr. Miles. Nun, da ich Ihre Frage beantwortet habe, können wir anfangen? Ja, bitte. Letztes Kapitel. Miss Lucy? German? Oder irgendwie so? Schon wieder vergessen. Ich habe eine Namensbindung. Das ist eine Minute her, ich kann es mir nicht merken. Nee, nicht. Da ganz große Schwierigkeiten. So, der letzte Rechtsabschnitt. Wir haben gesperrt? Nein. Fortsetzen. Wenn Sie von Wachen entdeckt wurden, unterbrechen Sie den. Müssen nichts unterbrechen. Mein Schüler. Wir haben viel zu bereden. Es ist fast geschafft, Alter. Hier. Robert de Sable steht jetzt noch allein zwischen uns und dem Sieg. Oh, ich soll einen Sein Säbel? Mund gibt die Befehle. Seine Hand gibt das Gold. Mit ihm stirbt das Wissen vom Schatz der Templer und die Bedrohung, und die dieser darstellt. Ich verstehe immer noch nicht, wie ein so kleiner Schatz so viel Tumult verursachen konnte. Der Edensplitter ist die Verkörperung der Versuchung. Seht nur, was sie aus Robert gemacht hat. Nachdem er die Macht kostete, wurde er verschlungen. Er sah keine gefährliche Waffe, die zerstört werden muss, sondern ein Werkzeug, das ihm helfen würde, seinen Lebenstraum zu verwirklichen. Dann hat er von Macht geträumt. Ja und nein. Er träumt noch immer, wie wir, vom Frieden. Aber dies ist derselbe Mann, der das Heilige Land mit Krieg überziehen wollte. Nein, Alter, ihr. Wie könnt ihr, der ihr mir die Augen geöffnet habt, das nicht erkennen? Merkt wie euch mal dieses Gerät, was da auf dem Tisch steht, dieses große Eiförmige mit den Fingern. Eine Welt, in der alle Menschen eins sind. Ich lehne dieses Ziel nicht ab. Ich teile es. Aber ich nehme Anstoß an der Art und Weise. Frieden muss erlernt werden, verstanden werden, willkommen geheißen werden. Er wollte es erzwingen. Und uns unseres freien Willens berauben. Sonderbar. So von ihm zu denken? Hegt niemals Hass für eure Opfer, Altair. Solche Gedanken sind Gift und vernebeln eure Urteilskraft. Könnte er nicht überzeugt werden, seine wahnwitzige Idee aufzugeben? Ich sprach mit ihm auf meine Weise, durch euch. Was war jeder Anschlag, wenn nicht eine Botschaft? Aber er hat sie ignoriert. Dann bleibt uns nur eine einzige Wahl. In Jerusalem seid ihr ihm zuerst begegnet. Dort findet ihr ihn auch jetzt. Möge dieses letzte Geschenk euch Stärke verleihen. Geht, Altair. Bringt es jetzt zu Ende. Auf jeden Fall. Attacke! Gib mein Schwert jetzt.
Und da ist was? Mehr Wurfmesser? Extra Wurfmesser. Ja, seht ihr? Läufig. Ja. Hab's doch verstanden. Bin jetzt super mächtig. Im Animus war ja schon der nächste, also nach diesem fünften Abschnitt hier, zu sehen, dass es irgendwas in Form dieses Eis gibt. Und mich wundert es ein bisschen, dass dieses komische Ei bei Al-Mualem auf dem Tisch steht. Also irgendwas mit diesem Ei hat es ja an sich zu tun. Klettern Sie auf hohe Gebäude, offensichtlich. Um die Umgebung aus der Vogel. Meine. Friede sei mit euch, Altair. Ja. Und mit euch, mein Bruder. Das Schicksal geht seltsame Wege. Dann ist es also wahr. Robert de Sable ist in Jerusalem. Ich habe die Ritter selbst gesehen. Diesem Mann folgt das Unglück. Wenn er hier ist, dann um Böses zu tun. Ich werde ihm keine Gelegenheit geben. Lasst euer Urteil nicht von Rachegelüsten vernebeln, Bruder. Wir beide wissen, dass daraus nichts Gutes entsteht. Das habe ich nicht vergessen. Fürchtet euch nicht. Ich suche nicht Rache, sondern Wissen. Ihr seid nicht mehr der, den ich einst kannte. Meine Arbeit hat mich vieles gelehrt und viele Geheimnisse enthüllt. Aber es gibt noch Teile des Bildes, die sich mir verschließen. Was meint ihr? All die Männer, die ich zur Ruhe legte, haben zusammengearbeitet, vereint unter diesem Mann. Robert hat Pläne für das Land. So viel weiß ich sicher. Aber wie und warum, das Wann und Wo, diese Dinge entziehen sich mir. Kreuzfahrer und Sarazenen arbeiten zusammen? Sie sind weder das eine, noch das andere. Sie sind Templer. Die Templer sind Teil der Kreuzfahrerarmee. Das möchten Sie König Richard glauben lassen. Nein, Sie sind nur Robert de Sable treu ergeben und der verrückten Idee, dass Sie den Krieg beenden werden. Ihr spinnt ein seltsames Garn. Ihr habt ja keine Ahnung, Malik. Aber sagt mir, wo ihr sie gesehen habt. Ich sollte ihm folgen, bevor er mir entkommt. Von drei Orten weiß ich es sicher. Westlich von hier, bei einem Wachturm und einem Hospital. Und dann im Südwesten, bei der Grabeskirche. Seht, was ihr in Erfahrung bringen könnt. Ich werde dasselbe tun. Ich gehe so schnell ich kann. Seid wachsam, mein Freund. Ciao. Und los geht's. So, der erste Turm. Dieser. Da. Da spazieren wir natürlich mit Freuden hin. Dieser da. Der natürlich wieder gut bewacht wird von den Bogenschützen-Typen. Könnte es auch anders sein. So. Super hell. Super anstrengend auch. Hier direkt unten. Können wir jemanden befreien? Rutsch mal. Aha. So einfach, ja? Erbärmlich. Erbärmlich. Wie die immer schreien, Ungläubige. Hörst du die? Nein. Oh. Haben wir schon geklärt, dass wir es noch machen. Eurer Tat erfahren. Dankeschön. Da drüben! Nein, nicht da drüben. Nein.
Irrst dich. Ihr irrt euch. Nein, ihr wollt mich gar nicht. Töte euch nur. Geh weg einfach. Geh einfach woanders hin. Hört mir. Wenn du mich verfolgst. Danke, ich kam. Wenn du mich verfolgst, wirst du nur einen jämmerlichen Tod sterben. Du kannst diesen Kampf. Achso. Das wird knapp. Ja. Boah, ja, ist wieder die Armee des Todes. Warum sind hier in so einer Seitengasse so viele Soldaten? Zum Fall der Zeit. Ich bin hier. Fass mich nicht an. Na, wer denn nun? Täusch nur mal an, ne? Unnötig. Warum macht er das? Er hatte nichts davon, wenn ich nicht blocken drücke, also. Das war gemein. Wir waren mitten in der Animation. Ey, das ist kein Problem. Seh nix, da ist so ein scheiß Busch in meinem Gesicht. Was ist ein Templer? Ich weiß nicht, wir gehen erstmal auf den Turm. Ihr habt nichts hier zu suchen. Get. Will aber nicht. Was? Wer hat das getan? Will hier die Stadt erkunden. Ich hab einen Aussichtsfetisch. Hallo. Was ist denn mit euch? Könnt ihr das nicht verstehen? Du hier bist. Wo bist du? Oh, nee. Der Herr ist mit uns. Das geht nicht. Ja, hier. Er ist doch ein Templer, oder? Der hier. Seht. Er rennt weg. Nein. Warum flüchtet der denn? Nein. Kann ich nicht mal anvisieren. Das ist ja sehr merkwürdig, oder? Ja, was ist denn mit euch? Mich anzufassen. Anzufassen zum Rollen. Reicht. Da ist er doch. Achso, es ist Taschendiebstahl. Nehmt die Karte und sorgt dafür, dass die Wachen entsprechend postiert werden. Während der Prozession sollten wir sicher sein. Begriff? Aber das Begräbnis bereitet mir Sorgen. Es wäre unserem Feind ein leichtes, sich in der Menge zu verbergen. Wenn ihr so besorgt seid, warum postiert ihr nicht eigene Männer und durchsucht die Stadt selbst? Hier in dem Busch. Unsere Anwesenheit hat schon genug Aufsehen erregt. Ich kann mir vorstellen, wie das Volk reagiert, wenn Kreuzritter über ihre heiligen Stätten marschieren. Dann solltet ihr vielleicht gar nicht teilnehmen. Templer haben wir auch Bruder. Und schon wir Ewigkeit Ehre, nicht mehr gesehen, ne? In den ganzen Bürgerviertel hatten wir keinen einzigen Templer, der uns irgendwie... Ich postiere die Männer. Ich möchte keinen Einzige. Ärger. Dann hört auf, Ärger zu machen und tut, was wir verlangen. Ganz komisch. Na, ich
kommst in meine Richtung, ist logisch. Was willst du? Wer hat gesehen, was ihr geschafft? Mein Brief. Was haben wir davon? Will jemand einen Bürger retten? Was ist denn Rohr? Oh, was ist das? Ja, er hier? Als ob das passiert. Achso, na toll. Danke, mein Junge. Ich wünschte, meine Söhne wären nur halb so tapfer wie ihr. Ich werde ihnen diese Geschichte erzählen. Dreistigkeit, oder? Ich habe gesehen, was hier passiert ist. Wenn du verschwindest, passiert mir das genau das Gleiche. Nur du hier, oder was? Ja. Aus dem Weg! So. Du auch noch? Vielleicht weißt du es nicht, aber deine Niederlage ist für dich. Nee, Kumpel. Gegen dich. Ist einfach nicht. So. Komm mal hin, Herausforderung. Attentat. Zack. Weggemacht. Wer denn noch? Du hier? Ist da noch einen im Petto, oder? War's das? Dankeschön. Ich komm mal nicht mehr raus. Hier zwischen irgendwo. Ist da drüben, ne? Gehen wir mal hier hoch. Bestimmt wieder jemand auf dem Dach, der unbedingt hier Keul markieren muss. Guck mal da. Was tut der denn? Wie ist es mit eurem Messer? Nein, ihr versteht es nicht. Was tut denn? Lass mich doch mal in Ruhe. Ich hab nichts für dich. Friede sei mit euch, Meister. Mhm. Habt ihr all die Templer in der Stadt gesehen? Ja. Ich wurde beauftragt, so viele zu töten, wie ich kann. Noch vor der Beerdigung eures letzten Opfers, Majdadin. Hättet ihr diese Mission, wäre sie sicher schleunigst beendet. Und jetzt habe ich deine Mission herausgefunden, während ich nach diesen Templern suchte. Ich habe eure Rückkehr sicher einige wertvolle Informationen für euch. Ah ja. Wieder 5, 6 hier. 1, 2, 3, 4, 5. Eine kleine Spende. Nein, keine kleine Spende. Geh weg, sonst steche ich dich ab. Hilf mir. Oh, fuck. Spinde. Nervig ist eigentlich bloß, dass es immer so viele sein müssen. Und immer so viele nachkommen. Also es ist ja nicht so, dass die 10 Leute, die uns jetzt hier ertappt haben, dass bei den 10 bleibt. Nein, während wir kämpfen, kommen ja dann auch noch ständig Wachen nach. Das ist ein bisschen ätzend. So, dann gehen wir jetzt nochmal hier. Aus dem Kimmebo in den Mittelstürzen. Ja, wenn er die nicht anvisiert, ne, dann kann er auch nicht blocken. Als Scheuer. Ja, auch Sinn. Achso, der wird hier gar nicht angezeigt als Gegner. Boah, das Messer direkt in seine Schläfe. Und seht ihr, da kommen gleich wieder 2 neue, die hier auf dem Marktplatz dabei waren. Nein, das da.
Zack. Und noch einer. Ja. Gut, dass wir gerade vorbeikommen. So. Noch eine Minute und sie hätten mich gefunden. Habe ich sagen wir mal. Ich schulde euch meine Frage. Mhm. Ja, ist total toll. Hör auf, mir das anzuzeigen. Ich brauch das nicht. So, diesmal gehen wir hier rum. Eine milde Gabe. Bitte nur ein paar Goldstücke. Warum ist er in solcher Eile? Er sollte keinen Ärger machen. Meinem Schaden, das weiß ich genau. Er scheint in Eile. Er sollte keinen Ärger machen. Oh Mann, dieser behinderte Typ, ey. Wirklich. Du stirbst jetzt. Ey. Diese Behinderten, die sind richtig nervig, also. Nein, geht nicht. Du ein paar Minuten. Da hat Ubisoft überhaupt nichts Tolles getan, also. So, das ist auch diese. Boah, sind die ätzend, oder? Bitte, Herr, also. Habt ihr Geld für mich? Warum? Er scheint ja wirklich in mir. Er sollte keinen Ärger machen. Was hat ihn wohl gestorben? Hat er von jemandem gejagt? Er scheint in Eile zu sein. Er wird jemandem schaden, das weiß ich genau. Alter. Ja. Oh, vor allem ist es ja auch dann nicht immer mit einem getan oder so, sondern die haben ja dann so 20 an einer Position einprogrammiert. Also entschuldige mal, Ubisoft, aber warum müssen jetzt hier 20? Ja, genau. Warum müssen jetzt hier 20 Behinderte auf einer Position stehen? Also versteht man? Ich spring doch mal da runter. Ich weiß nun, warum ich dem Clan beitrat. Ja, in eurer Nähe zu sein, ist ein Geschenk Gottes. Hier ist, was ich über Roberts Männer weiß. Sie sind wohl für den Kampf gerüstet. Sie auf einmal zu bekämpfen, wäre unklug. Lasst sie euch jagen, bevor ihr zurückschlagt. Doch ist es respektlos von mir, einem Meister zu sagen, wie er sich im Kampf verhalten soll. Ja. Verzeiht mir, Meister. Nein, auf keinen Fall. So, wir gehen in den Turm da hinten. Ab in die Ecke. Er hat jemanden geschaut. Binne. Wie rücksichtslos kann man sein. Meine Familie ist groß und groß. Also gut. Bitte. Eine kleine Spende. Wollt ihr eigentlich mein Tor? Okay, klettere hier einfach hoch. Hab ich gar nichts gegen tun. Geh einfach auf den Turm rauf. Los! Kletter! Erklimme ihn! Lass dich nicht abschmeißen. Ich bin hier nicht hochklettern, ne? Sehr krass. Zack. Mein Turm. Ah, belauschen. Nee. Jetzt hier runter. Da. Hui. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, 15, wieder 21.000 Menschen hier. Ja, steht mal auf keine Fragen mehr, oder? Also, ich bin automatisch hier auch im bösartigen Bereich.
Gözünüzü dört açın. Alles geri dönecek. Alles Tüten hier. Verstehe. Warum eigentlich? Das habe ich bis jetzt noch nicht begriffen. Egal, wir setzen uns dahin. Hast du sie gesehen? Nein, aber ich habe die Gerüchte gehört. Ist es wahr? Sind wirklich Kreuzritter in Jerusalem? So ist es. Und? Sie unterscheiden sich von den anderen, sind fein gewandet und tragen kostbare Gaben. Wir sollten sie von dieser Bürde befreien. Sie lagern bei Davids Zitadelle, in der Nähe des Friedhofs. Wegen des Begräbnisses? So scheint es. Dann besuchen wir ihr Lager, wenn sie dem Toten die Ehre erweisen. Ah ja. Ist er Bescheid, ne? Kalabalığın içine karışmayı seviyor. Gözünüzü dört açın. Kimsenin sizi kandırmasına izin vermeyin. Bu şehirde bir yerde olduğunu biliyorum ve seni elime geçireceğim. Auf keinen Fall. Was er gesagt hat. Aber das dich. Antum tatba'una ilahan za'ifan. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Hilfe! İstediğimizi yaparız, tamam mı? Bak, benim de ben. Benim de ben. Belki farkında değilsin ama her yerde de kaybedin. Ist irgendwie das effektivste, glaube ich. Weil ein Konter automatisch immer tot ist. Und bei dem anderen ist es halt nicht so, ne? Nicht automatisch immer tot. Ich hoffe es. Doch riskiere ich besser nichts. Und eile heim. Ihr könnt darauf wetten, dass ich es vorher nicht verlassen von 100. Boah, ihr Leute, ich glaube, das machen wir nicht. Seid versichert, das vergesse ich nicht. Ich glaube nicht, dass wir das machen. Was ist denn hier? Ein Mörder auf freiem Fuß. Ja. Oh nein, was ist das? Das wäre schon echt krass. Was ist das? Ich wäre ein bisschen müde. Ihr habt nichts hier zu suchen. Geht. Geht schnell. Keins gemacht. Nein, du hast nichts gesehen. Lass mich. Nein. Gib weg. Aber die Stadt ist nicht ganz so nervig wie die anderen, ne? So, was haben wir noch? Hier, noch ein Turm. Müssen die Zeit ja ein bisschen ausreizen hier noch. Oh, hinter uns? Hat dran vorbeigelaufen, oder was? Ja, wir gucken. Versprochen. Doch niemals gehalten. Aber heute ist es anders. Kreuzritter ziehen durch die Straßen von Jerusalem, nicht um es zu besetzen. Kein Übel ist in ihren Herzen. Lasset uns das hier ist ein Aussichtspunkt, ja? Nutzen. Redet mit ihnen. Macht Zugeständnisse. Zusammen können wir endlich den so oft versprochenen Frieden wahrmachen. Noch was in der Nähe? Befragung. Mal gehen noch. Volk von Jerusalem, wir stehen auf einer Schwelle. Überschreiten wir sie, leiten wir ein Zeitalter des Friedens für alle Menschen ein. Empfangt diese christlichen Recken wie Brüder. Heißt sie mit offenen Armen willkommen. Aus mir. Auf diese Weise können wir noch schnell rüber. Nein. Ist er auf der Flucht? Ja, ich bin auf der Flucht. Und wenn das passiert, werde ich ihm nicht helfen. Und ran an den Turm. Was denkt dieser Mann? Hoch. Ihr macht doch. Bitte nur ein Evvelki sefer elimizden kurtuldu. Bu sefer kaçmasına izin vermeyelim. Nein, ihr könnt mich nicht entdecken. Wir müssen synchronisieren.
So, Freunde der Sonne, und damit war's das mit der Folge wieder. Wir bedanken uns wie immer fürs Zusehen. Kommt gut nach Hause, macht mit den schreibt uns Kuss, erkennt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, Nacht, Kuss, liebe.